jetzt knapp 20 Jahre her, wo ich hier gespielt habe, hatte ich einiges getan vom Platz her, von der Kabine. Von daher ist für mich halt eine Riesensache und ich bin auch froh, dass ich immer noch hier mit dem Verein was zu tun habe. Tore schießen als Stürmer ist für mich das Größte und dafür bin ich, denke ich, auch Stürmer geworden, weil ich immer die Tore schießen wollte, auch in der Jugend schon. Er wollte nur Torschuss machen. Er wollte Torschuss Tag und Nacht und das hab ich auch gemacht mit ihm und ich glaube, das hat sich auch ausgezahlt. Ja, ich glaube, das ist bei mir immer noch so zum Glück. Hin und wieder gibt es auch mal Ärger vom Trainer, wenn ich vor dem Training drauf schieße wie ein Wilder, aber mittlerweile haben sich die Muskeln auch daran gewöhnt und deshalb habe ich auch keine Verletzungsprobleme damit. Der Junge hat sich alles selber erarbeitet. Früher hat man immer gesagt, Training, 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 das bringt es weiter und es ist tatsächlich so. Gerade die Beidfüßigkeit sollte man schon trainieren und wenn man die hat, dann stehen, denke ich, einem viele Wege nach oben offen. Ich schieße halb Spann, halb Innenseite, von daher auch so präzise und hart. Betty schießt fest und genau und das ist schon sein großer Vorteil. Betty ist natürlich vor dem Tor ist er unheimlich abgebrüht. Gerade so Sachen musst du dich halt einfach stellen, du musst den Kopf frei haben und versuchen halt davon überzeugt zu sein, in den Elfer reinzuschießen und dann gelingt es aber. Leck mich doch am Arsch.